Es war nämlich 1971 nicht nur das Jahr vom Frauenstimmrecht auf eidgenössischer Ebene. Und wo solche Bilder sind entstanden, es war auch das Jahr, wo der Blick seine Leserschaft hat gefragt, wer von unseren Bundesräten, natürlich selbstredend nur Männer, hat am meisten Sex-Appeal. Und Anna, ob du willst oder nicht, du musst dir diese Frage ebenfalls stellen. Und zwar von 1971. Wir spielen ein Spiel. Wir haben hier also jetzt den Bundesrat 1971, wie gesagt, das Jahr des eidgenössischen Frauenstimmrechts. Die sind auf Reisli im Appenzellerland. Die zwei Herren da sind halt nicht Bundesrat, darum sind sie unkenntlich gemacht, aber alle anderen sind Bundesrat. Und die Frage an dich, Anna, genau gleich, wie sie die Blickleserschaft auch müssen beantworten musste, welcher hat von denen am meisten Sexappeal? Ich lasse das Metronom laufen und du wirst an einem bestimmten Punkt Stopp sagen. Ist okay, bist du bereit? Der da.